49ers Resources, gibt es eine tiefere Bedeutung für den Namen? 49 North, is there a deeper meaning for what the name stands for? It's actually fairly simple. It's the 49th parallel, which is the Canadian-US border, and Canada's north of the 49th parallel. Also der 49. Breitengrad trennt die USA und Kanada, und Kanada ist eben der nördliche Teil vom 49. Breitengrad. Von der Anzahl der Beteiligung sowie der Titelauswahl hört sich es fast nach einem Investmentfonds an. Wo liegen für den Anleger die Vorteile, in die Einzelbeteiligungsgesellschaft zu investieren, gegebenenfalls Nachteile? The amount of investments that you carry, it looks like this is like an investment fund. What are the advantages, but also what could be the disadvantages for an investor? The number of investments? Overall, having an investment fund with over 80 investments, what are the advantages and what are maybe the disadvantages for an investor? Okay. Yes, we have about 85 investments. The advantages to the investor is twofold or threefold. Number one is diversification, the ability to mitigate risk over a number of different investments. The risk, I guess, associated with that is all of the investments are within the junior resource space. Therefore, if the junior resource space in general doesn't do well, then the group of investments would also not do well. Also insgesamt ist es eine Absicherung durch die Diversifikation in viele Investments. Insgesamt übernimmt der Fonds das Risiko der frühen Investments in Explorationsunternehmen, heißt aber auch gleichzeitig, dass je schlechter dieser Markt läuft, desto mehr wird eben auch dann das Gesamtportfolio belastet. Verfügt die Gesellschaft über regelmäßige Einnahmen und wenn ja, in welcher Höhe ungefähr? Do you have recurrent income out of the portfolio of companies and what amount are these? Yes, we have a couple of different forms of revenue or income. One would be currently we have some oil production, therefore we get revenue from that. We also own a technical engineering firm, 50% of it, and that also has a recurring revenue as well. And how much do you generate annually? I think for the last quarter, the oil revenue has been around $600,000 a month. And the geological engineering and consulting probably brings in about a little over $1 million a month. Okay, also insgesamt gibt es Einnahmen aus den betriebenen Ölquellen mit ungefähr $600,000 pro Monat. Das Ingenieursteam, die Gesellschaft, die auch für andere Unternehmen Dienstleistungen erbringt, hat einen Beitrag von ca. 1 Million pro Monat. So dass, wenn man das hochrechnet, man sehr leicht auf ungefähr 20 Millionen Einnahmen kommt aus diesen beiden Einnahmequellen. Sie sind in Deutschland, um Ihre Aktiengesellschaft bei privaten Investoren bekannter zu machen. Was erwarten bzw. erhoffen Sie sich von deutschen Anlegern? You're in Germany to get your story out there, to introduce it to private investors, institutional investors. What is your goal and what are your expectations for that? With 49 North, I think we are just at the turning point where we are looking for somewhat of a changeover from retail Canadian investors and a much more international investor base. So one of the places that we'd like to introduce the model of business that we do too is Germany. So I'm hoping that we do get some interest out of Germany in the retail sector as well as institutions and possibly others. Also, ich glaube, dass es der richtige Zeitpunkt ist, das Modell
eben auch in Deutschland weiter vorzustellen. Er hat Investoren in Kanada und hat Investoren in Österreich, hat Retail-Investoren. Und jetzt ist der Zeitpunkt, in dem er seinen Aktienmarkt internationalisieren möchte, eben mit Investoren hier aus Deutschland, Retail-Investoren, institutionellen Investoren, aber auch mit Investoren in der Schweiz und in England. Wie lange sind Sie in der Firma und wie viele Aktien haben Sie selbst privat gekauft? How long have you been with Florida North and how many shares have you personally purchased? I've been now with 49 North about a year and a half or so. I own some stock that I purchased myself in the marketplace. I have personally invested probably more stock in some of our investee companies. Also er ist seit ungefähr anderthalb Jahren dabei, hat selbst immer am Markt auch Aktien gekauft von Florida North, ist aber auch gleichzeitig bei einigen der Beteiligung direkt beteiligt. Was ist Ihre Meinung über den TSX Venture? Hier wurden ja in den vergangenen beiden Jahren viel Kapital verbrannt. What's your opinion on the TSX Venture? Overall, the last 2 years were pretty disastrous in the performance of the stocks there. Yes, I mean, it's been a pretty dismal 1 or 2 years in the junior market in general. But my opinion is that these things come and go in cycles, and in the resource space, the venture exchange plays a very important role in the discovery of new deposits, whether it's oil, gas, coal, diamonds, copper, nickel, zinc. So I definitely don't think that it'll go anywhere. I mean, you know, it is down, but it's definitely not going to disappear. And I think we should add that it's a great opportunity for 49 North to start to invest again. Oh yes, and in fact we have been doing so lately. You know, it's the old adage, you know, buy low and sell high, but quite often for some reason the buy low gets forgotten. But with 49 North we're pretty excited because this atmosphere, this arena is where we really do quite well. Also insgesamt sagt er, na klar, TSX Venture, die Performance war nicht sehr gut, aber grundsätzlich ist ja so, dafür ist dieser Markt auch da, eben dieses Riesenkapital zu beschaffen. Es gibt immerhin weiter sehr gute Opportunitäten in verschiedenen Sektoren. Für 49 North ist das eigentlich das beste Umfeld, denn die Gesellschaft kann investieren, die Gesellschaft will investieren. Er hat nochmal beschrieben, jeder möchte ja gerne niedrig kaufen und hoch verkaufen, aber viele vergessen einfach niedrig einzukaufen. Und das ist eine Möglichkeit, mit der man über 49 North ganz besonders gut partizipieren kann. Was halten Sie vom aktuellen Kurs der Aktie? What can you tell us about the price of the stock right now? Mm-hmm. It came down substantially. Yes. What are the reasons for it? I think there's a couple of reasons. Number one is the junior resource market in general has been pretty dismal, and obviously we will our stock price will reflect that as well. Probably the second reason is we do invest in both public companies as well as private companies. We like to invest at the earliest possible stage, which is often private. This opportunity right now with the resource market so low, we believe that we're very close to the bottom, not necessarily that it's going to take off tomorrow, but what we've also done is we've increased the amount of private investments that we've made. That in itself tends to have a lower value to it. The private companies, the value is not reflected in the same manner. Der allgemeine Grund ist mit Sicherheit der Gesamtmarkt. In diesem Markt haben sich sehr viele Aktien sehr stark nach unten entwickelt. Da ist auch von einem North von betroffen. Der zweite Grund ist natürlich die Beteiligung in private Gesellschaften, was vom Markt her immer noch deutlich mit größeren Abschlägen bewertet wird, weil man es nicht einschätzen kann. Und insgesamt belastet es einen Kurs, weil vor allem in der Investmentphase eben viel investiert wird und man dann die Beteiligung eingegangen ist, die aber vom Markt nicht so wahrgenommen werden, wie zum Beispiel börsennotierte Gesellschaften.
In welcher Größenordnung stehen in den kommenden Jahren Finanzierungsrunden an und was soll mit dem Geld gemacht werden? Are you planning any capital raises in the next couple of years? And for what purpose would you use them? Currently, there's no plans for any capital raises in 49 North itself. Obviously, many of our investee companies, they individually, case by case, will be raising their own money. However, going forward, we come through the other side of the cycle, yes, there would be a possibility of capitalizing 49 North itself. The reason for that would be, and only if the situation comes up, is to expand this model a little wider or further or more international. Also insgesamt derzeit sind keine Finanzierung geplant. Es werden Finanzierungen stattfinden, aber in den Beteiligungen, das dann direkt in den Beteiligungen. Bei 49 North könnte man sich vorstellen, dass in Zukunft eine Finanzierungsrunde gemacht wird, zum Beispiel zum Internationalisierung der Gesellschaft oder um einfach größer werden zu können, Wachstum zu garantieren über Finanzierung. Aber wie gesagt, derzeit steht es nicht da.